Hi, herzlich willkommen hier bei Jack1477. Ich dachte mir, wir spielen mal wieder eine Runde The Long Drive, so als Staffel 2. Wir hatten gerade eben Schwierigkeiten. Ich habe das Video abgebrochen und jetzt mache ich nochmal neu. 13 Minuten rumgetüdelt und nicht verstanden, warum das Auto nicht gefahren ist. Habe jetzt rausgefunden, weswegen. Ich hatte mal was ausprobiert. Ja. Ich habe alles zurückgesetzt, was einstellungsmäßig war. Und jetzt läuft das wieder. Jetzt fahren auch die Autos endlich. Ich habe hier eine Seat irgendwie gefunden. Die fand ich ganz interessant. Hier ist ein bisschen hügelig und sowas. Ich dachte mir, wir gucken uns die mal an. Aber erstmal müssen wir unser Schätzchen ja hier mal beladen. Reifen sind so, ja, mittelmäßig. Aber ich will jetzt trotzdem erstmal das Dieselfass haben. Weil ihr wisst ja, man nimmt es lieber immer mit. Bevor man dann Treppe hoch, ja, nein. Bevor man dann da nachher hängt und kein Diesel mit hat und man sich ein Diesel, ups, LKW anschaffen möchte und es dann nicht kann. Das wäre schlecht. So. Dafür, wir nehmen den Reifen ab und den etwas besseren Reifen dran. Immer noch einen schönen Reifen, der auch heil ist? Nö, ehrlich gesagt nicht. Was sollen wir jetzt machen? Dann ist das so. Ich würde sagen, ich gucke noch mal Öl nach. Ja, ich nehme aber Öl mit und Wasser. Ich würde sagen, auch noch mal hier so. Unser Auto muss auch schön sein, ne? Unser Auto muss schöner werden. Ja. Und geschafft. So. Das war eigentlich alles das, was wir jetzt erstmal brauchen. Dann nehme ich jetzt mal die Sprühflaschi-Baschi. Mach Waschi-Waschi. Warte, erst. Eins, zwei, drei, vier. Okay, ist fertig. Zwei, drei, vier. Eins, zwei. Ei. Schön. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die ist leer. Ah! Weg damit. So, dann nehmen wir jetzt El Schwammi. Und schwammen uns ein. Und schwammen das Auto ein. So. Fertig. Und oh, zwei Türen noch. Und der Schwamm ist gleich Schrott. Ja. Ah, die glänzt noch nicht. Jetzt. Und der Schwamm ist Schrott. Adios, amigos. Okay, dann würde ich sagen, holen wir doch nochmal den ganzen Kram hier vom Dachboden. Eigentlich müsstet ihr das ja jetzt kennen. Eigentlich kennt jeder dieses Spiel. Ich dachte mir, ich spiele es trotzdem mal wieder ein bisschen. So. Captain Schlauchi brauchen wir auch. Und dann nehmen wir El Schwammi auch wieder mit. Okay. Tada. So. Ah, einmal noch. Erledigt. Aber ich muss eigentlich noch was putzi machen. Ich ja alles voll hier. Wartet. Dahin. Aber wenigstens eine schöne Radkappe ist doch auch in Ordnung. Ja. Mist, das klappt nicht. Machen wir halt die Stoßstange schön. So. Ne. Zack. Oh ja, hier. Die hat's bitter nötig. Ah. Wie neu. Kann ich den Scheiß nämlich wegschmeißen? Zack. Bam. Und. UFO. Habt ihr gesehen? Und zacki. Fertig. So, jetzt kippen wir, wenn ich den Tank finde, natürlich unseren wunderschönen Benzinkraftstoff rein.
Sind auch nur 2 Liter. Was für uns, wir müssen dringend ein Schiff suchen. Aber wir werden das schon finden. So. Das ist voll. Dann probiere ich mal, ob das noch mit reinpasst. Oh. Okay, perfekt. Ich habe die aus Versehen losgelassen. Aber ich habe es geschafft. Ihr habt es gesehen. Achso, Wasser. Aber ich habe ja so eingestellt. Ledersitze, Leute. Dass der Innenraum auch safe ist. Da kann nichts wegkullern. So. Oh, Fenster zu. Ja, probieren wir es doch mal. Oh, der ist sogar ein bisschen warm. Ja. Abfahrt. Oh, ups. War ich jetzt ernsthaft abgesetzt? Oh, nun komm. Okay, dazu würde ich mal sagen. Gang ist raus. Oh nein. Hallo? Komm, mein Kleiner. Nun setz wieder ab hier, ja? Oh Mann, ey. Heute kein Glück irgendwie. Hallo. Kann ich hier ein Seil ranmachen oder so? Gibt's ein Seil? Mist. 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 Los. Ein kleiner Dick. Habe ich die Handbremse angezogen? Das ist auch voll klug. So. Jetzt sollte das ja wohl klappen. Ja. Aber rollen wir jetzt nicht weg, ja? Hallo, hallo, hallo. Halt. Nicht wegrollen. Da. Okay. Abfahrt. Ah. Auf geht das. In die Richtung müssen wir. Oh, meine Tür ist hinten auf. Eieiei. Oh, ich habe ihn. Ich habe den Gang nicht rausgemacht. Sowas Doofes. Da. Jetzt aber. Komm. Jetzt hier. Abfahrt. Oh yeah. Ich glaube, ich muss Gang schalten. Merkt ihr die geballte Power? Wow. Gang schalten sollte ich noch wieder lernen. Als jeden Fall. Okay. Gutes Deutsch heute wieder. Auf jeden Fall bräuchten wir jetzt erstmal irgendwie ein Schiff oder sowas. Irgendwo, wo es Benzin hergibt. Ja, würde ich mal sagen. Das Einfachste, glaube ich. Ist das Einfachste, würde ich sagen. Ich sehe hier weit und breit aber noch gar nichts so wirklich. Da kommt zwar ein Wasserturm. Alter, ist das aber das bringt nichts. Oh, oh, das Auto ist echt schwammig, ey. Ich glaube, wir fahren... Das muss auch echt schnell sein. Wir müssen gleich mal rein... Oh, gucken. Wollte ich gerade sagen. Ah, Bremsen war der Fehler. Komm, nicht sterben. Fahr, 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 fahr. Bitte fahr. Ah. Ah, da ist er doch. Alle Gänge drin. So, jetzt wollte ich natürlich... Irgendwie ist das voll leise, ne? Ist aber drinnen lauter. Ich kann noch einmal... Ihr wollt ja sicherlich auch was hören. So, dann machen wir einmal eine Sekunde. Es tut mir leid. Machen wir doch mal auf 80, würde ich sagen. Zurück. Ah, viel besser. So. Also oben rum geht's, oder? Hallo. Warum gehst du aus? Oh, ich habe die Handbremse angezogen. Ein Wunder. Ja, yeah. Durchdrehende Reifen. Das Ding hat mehr Power als ein Rollschuh auf jeden Fall. Immerhin. Gut. Alles klar. Auf geht das. So, jetzt brauchen wir aber trotzdem noch ein Schiff. Wo haben wir denn ein schönes Schiff? Ich hätte gern ein Schiff. Damit wir schiffen können.
Nicht schiffen. Nicht schiffen im Schiff. Das ist schlecht. Sei denn, die haben ein Klo. Ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr, sehr schlecht, dass hier noch nichts ist. Aber wir fahren auch ungefähr 2 Kilometer erst. So. Es geht alles noch. Oh. Sehr freudig. Also 110 fährt er schon mal. Ah, hier muss man ja die den Stein ausweichen. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde hier ein Schiff oder so. Das ist schlecht. Ich bräuchte aber ein Schiff. Bremsen. Oh. Ist das ein Diesel? Alter, seht ihr das? Wie viel Diesel da einfach mal drauf ist? Kraftstofftank ist ja leer, aber... So. ...150 Liter. Warte, wir probieren jetzt lieber erstmal aus, ob das auch passt. So. Wie kann man bitte, also ohne Witz, wie kann man jetzt bitte gerade so viel Glück haben? Ja, damit ist das Auto hier ja schon mal gestorben. Tut mir leid. Dass dieses Auto jetzt hier natürlich zurückbleibt, aber... Wir haben Besseres. Wenn wir noch einen Anhänger kriegen und die Reifen sind selbst noch okay. Ein Glück, Alter. Wir haben Glück. Geil. Geil. Wir haben Glück. Richtig viel Glück. So, dann brauchen wir auch das Fass nicht mehr. Tschüss, Fass. Ist hier was drin? Auch. Okay. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal laufen. Hm? Dauert jetzt einen Augenblick. Noch weiter aufdrehen? Nee, das war alles. 150 Liter werden keine Ahnung wie lange halten, aber das sehen wir gleich. Dann gucke ich nochmal nach... Ja, nach, wie das aussieht mit... Öl und so. Und dann probieren wir mal, ob wir den Jungen ein bisschen hier fahren lassen können. Auch eine Anhängerkupplung. Yep. Perfekto. Ah, 90 Liter. Jetzt brauchen wir auch kein Schiff mehr. Jetzt könnten wir rein theoretisch erstmal so lange fahren, wie wir wollen. Haben es gleich geschafft. Wird auch schon dunkel. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell dunkel wird hier. Oh, 120. Müssen wir gleich mal alles aus dem Auto rauskramen. 30. Ganz 150 brauchen wir nicht. Machen wir erstmal 145 Liter, dann haben wir immer noch genug hier. Und aus. Zack. Alter, aber Punktlandung habe ich gemacht. Okay, nicht schlecht. So. Bühler, was sagst du? Wasser. Okay. Erstmal ist das ja in Ordnung. Hm? Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich nicht rein. Will nicht. Na komm. Zack. Öltank 5 Liter, Öltank auch. Ich hatte eigentlich 2 Öltanks. Ist doch verrückt. Okay, aber es geht so. Ja, tut mir eigentlich leid, dass wir ihn hier jetzt lassen. Weil der hat Lederausstattung, voll geil eigentlich. Aber, zack, Pech. Das heißt jetzt erstmal Pech. So,
Und falls den hier nach uns einer findet. Hört sich hier nicht so gut an. Ich will rein. Was war das? Hat komische Geräusche gemacht. War da überhaupt was? Nee, da ist nichts. Nur eine Puppe. Nö. Okay. So. Machen wir einmal. Achso, nee, warte. Nein. Ging hier nochmal schlafen? Erzählt mir mal. Nein. Hab ich tatsächlich vergessen, wie man hier schläft. Moment. Das finden wir raus. Finden wir. Ach, das war die. Zurückgehen. Da, schau runter. Guck nach. Fenster. Primäre Aktion. Aufsteigen. Absteigen. Drücken. Ausrüsten. Neu zentrieren. Mager. Pinkeln. Pupsen und so. Schlaf. Au. Au. Es war V. So. Und dann beginnt unsere morgendliche Reise. Reise, Reise, Seemannsreise. Gott. Tschüss, meine Leute. Ah. Zack. Das ist jetzt natürlich nicht der schnellste. Ein Reifen ist schlecht. Sehe ich gerade. Ansonsten geht's. Ah, jetzt müssen wir nur noch irgendwie was finden. Ich hoffe, hier gibt es überhaupt irgendwas. Aber das war schon mal relativ geil, ey. Wir haben sogar einen Zeiger hier. Oh, 80? 90 schafft der Junge auch. Tank ist voll. Bremsendruck hat der sogar. Gottes Willen. Da hinten ist doch auch noch was. Nee, doch nicht. Ein Turm ist. Wir sind auf großer Reise. Hoffentlich fassen wir nicht in die Scheiße. Aber das finden wir jetzt raus. Ich hoffe, es wird kein Chaos. Okay, genug singe. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Ich suche auch noch ein Schiffi. LKW ist schön. Öldruck. Sowas zeigen die ja immer noch nicht an. Eigentlich ein bisschen schade, dass sie noch nicht so weit sind. Aber Spiel läuft tatsächlich nicht schlecht. Zumindest, wenn man alleine spielt. Multiplayer ist tatsächlich noch ein ziemlicher Graus. Manchmal. Nicht immer. Kommt immer drauf an, wie lange man das Spiel dann spielt. Und dann irgendwie manchmal was doof. Also wirklich, das backt umso mehr an speziellen Häusern. Aber das ist auch schon wieder fast 5-6 Monate her, wo wir das gespielt haben, zu ich und Kumpel. Das war grausig. Also erst ging's und dann immer mehr Probleme irgendwie. Dann hat das geruckelt und was weiß ich nicht alles. Kaktus. Ich hätte gerne Schiffe. Lalala. Was kommt da hinten? Kommt doch was. Da hinten kommt ein Häuschen. Da wollen wir doch mal ein Päuschen einlegen. Ah. Machen wir hier ein Päuschen. Okay. Merke. Die Bremsen sind ziemlich schwach. Okay. Gott, der Motor geht ja von selber aus hier. Oh, was habe ich da? Ah. Brauchen wir nicht. Oh, das ist ziemlich leer. Da ist ein Motor. Gott sei Dank leer. Ich hatte Angst. C64, genau den habe ich auch stehen. Eine Bunkertür oder was ist das?
Hm. Oder ist das ein Müllton-Dings? Keine Ahnung. Was ist das? Öl. Ja, das könnte man mal ins Auto kippen. Hm. Lass mich hoch, bitte. So, und. Zack. Wunderschön. Und. Komm. Das sollte ich zumachen. Bleib doch mal da. Bleib doch mal da. Zack. Ich will das gerne hier wieder anbauen. Ist das zu viel verlangt? Also wahrscheinlich schon davon ab, aber... Oh, ja, warte. Da war doch der Triggerpunkt. Ich habe es genau gesehen. So. Ja, wunderschön. Okay, erledigt. Du kannst dann raus. Und dann sind wir hier schon fertig. Ja, nichts Tolles drinne. Aber wir haben ja auch noch kurz mal Zeit, ne? Bitte. Oh, ich hab gar nicht. Klingt das was? Oh. Komm, sieht das nicht schön aus? Oh. 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 Tschüss. Bis auf die Tür ist alles geil. Oh, hier ist eine Kiste vergraben. Bis auf die Tür ist doch alles geil. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Machen wir doch mal weiter. Alter. Warum? Wollte er mehr als 2500 Umdrehungen können? Alter, die fahren sich ja richtig beschissen im niedrigen Gang. Kann ich nur sagen. Ja. Wollen natürlich benzinsparend durch die Gegend eiern. Irgendwie quietschen die Reifen, habe ich das Gefühl, ey. Ja, ganz entspannt mal weiterfahren. Was ist denn da unten? Ach, nur Berge, die nicht richtig geboren sind. Okay. Es ist hier weit und breit. Null bis gar nichts. Gibt es irgendwas Neues hier? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ob gibt es hier irgendwie neue Zombies, Hasen oder so? Ich habe noch gar nicht geguckt, was es hier so gibt. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr mir das mal erzählt. Schreibt mir mal rein. Würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, ich entdecke bestimmt auch was mit euch hier, aber ein bisschen Vorspannung kann man auch mal haben. So. Jetzt fahren wir, würde ich sagen, zum nächsten Dings irgendwie hier. Und da beenden wir dann die Folge, würde ich sagen. Und machen... Und gucken, was hier in der nächsten Folge dann überhaupt los ist in der Welt. Ist eine gute Idee, würde ich sagen, oder? Ja, finde ich auch. Das war eigentlich schon mal ein schöner Vorteaser. Was uns in Staffel 2 erwartet. Das große Nichts. Bin gespannt. So sieht man nichts, ne? Ja, trotzdem gerne mal ein Schiff oder irgendwas. Ist ja gar nichts. Aber wir haben auch genug Diesel da, also. Erstmal können wir fahren. Das wäre jetzt nicht das Problem. Jetzt trotzdem gerne aufgefüllt, weil ihr wisst ja, irgendwas leer machen war schlecht. Man muss dann auch wieder auffüllen. Und die 1000 Kilometer könnten wir doch locker so absetzen. In dem LKW. Es sei denn, ich bin so doof und fahre irgendwo gegen. Ihr kennt es. Das passiert bestimmt. Ach schön, wir haben gleich einen LKW gefunden. Das gefällt mir. Ah, die doofen Hasen gibt es also immer noch. Okay. Also das braucht ihr mir nicht mehr erzählen.
Aber irgendwas anderes gibt's doch bestimmt Neues. Da waren gruselige Geräusche, ich habe es genau gehört. Ich mag kein Grusel, aber wir schaffen das schon. Ich schaffe das, ich halte durch. Ihr seht ja auf der Kamera, ob ich eine Muschi bin oder nicht. So, jetzt wäre es trotzdem schön, wenn ein Gebäude kommt. Ist das schön an unserem LKW. Oh Gott, bloß nicht so eine alten Gammellieder, ne? Genau. So. Ah, da ist ein kleines Puppelsteinchen. Zum gehen wir. Ist gar nicht mal so langsam. Also wenn es danach geht, sind wir schon über 100 km/h. Tatsächlich. Also die 120 macht er auch. Nicht schlecht für so einen kleinen alten LKW. Ich hoffe, das frisst nur nicht so viel Benzin. Müssen wir uns mal angucken. Benzin sag ich schon. Diesel. Ich hoffe, es frisst nicht so viel Diesel. Oh, was für ein fetter Stein. Mein Gott, den habe ich noch gesehen. Aber ich sehe hier weit und breit 0, Mist. Ja, gar nichts, ey. Gar nichts. Oh, da kommt... Halten wir hier schon mal einen Kilometer vorher an. Halt. Alter. Was ist das? Jetzt komm. Das ist jetzt dein Ernst, oder? Oh, komm. Ja, du schaffst das. Hoffentlich hat das Ding Reifen dran. Haben wir eine Wohnkabine, Leute. Wir haben eine Wohnkabine. Damit sollten wir vielleicht keine 120 fahren, aber wir haben eine Wohnkabine. Guckt euch das an. Mit dem Moped. Alter, voll geil. Volle Kanne geil. Alter, das nehmen wir sowas von mit. So. Klemmt er das automatisch ran oder muss ich da jetzt auch wieder... Ey, nicht ausgehen. Halt. Aha. Noch ein Stück. Ja. Ja. Dann gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Kann ich dich jetzt anbauen? Alter, geil. Mit schön. Hier kommt noch ein Bett rein. Alter, hier ist es wie ein Panzer. Alter, geil. Geil, oder nicht? Das nicht öffnen? Schade. Ist das nicht geil, oder was? Geil, Alter. Geil. Und das Erste, was wir uns reinstellen, ist dieses Moped. Das will ich mithaben. Man weiß nie, was auf Exkursion man mal kurz möchte. Wehr dich nicht. Hast dich nicht zu wehren. Du kommst jetzt mit. Ah? Komm, mein kleines Spätzchen. Du kommst mit. Wieder rein. Du hast dich nicht zu wehren. Es will nicht mit. Sollte mir vielleicht... Ich sehe nichts mehr. Sollte mir zu denken geben, dass es nicht mit... Oh. Bleib doch dran. Zack. Nein. Kabine ist zu klein. Schade. Oh, so ist gut. Okay. Dann raus. Geht nicht raus. Mann, hau ab. Ich hab's festgemacht. Scheiße. Raus mit dir und Schlüssel. Aber immerhin. So, jetzt müssen wir nur, weil ich mich sonst kenne. So.
Na komm. Bitte, es muss sich bewegen. Was tut es? War das Handbremsen oder so? Guck ich nochmal nach. Ah. Cool. Gibt sogar Handbremsen dafür. Wieder. Ey. Ah, da ist er. So, wir müssen aber in die Richtung. Wir parken jetzt hier in unserem wunderschönen Anhänger. Ja, mache ich jetzt noch einen Screenshot. Hopp, Achtung. Eigentlich. Aha, es hat geklappt. Okay, Motor aus. Ich zeige euch auch. Sparen und laden. Ja, links. Bums. Linksbums. Sparen. Ist er gespart. So. Und das heißt für euch, es geht in der nächsten Folge weiter. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, wenn ihr mögt. Müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt, ihr dürft, bitte. Nein, wir betteln hier nicht. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.